Hallo und herzlich willkommen zu einer kleinen Einsteiger-Tutorial-Serie zu Blood Bowl 2. Nachdem ich nun für jedes Team ein eigenes Tutorial erstellt habe, was ihr auf meinem Kanal und unter anderem auch in dieser Videobeschreibung verlinkt seht, habe ich mir gedacht, ich mache es Einsteigern noch ein wenig einfacher und werde zu spezifischen Themen nun eine eigene Folge bzw. eine ganze Serie von kleinen Tutorial-Videos machen. Für alle diejenigen von euch, die meine Tutorial-Serie bei Writing Bull verfolgt haben, wird vielleicht nicht jedes Video immer etwas Neues bereit haben. Aber zweimal hören schadet nicht, wenn ihr möchtet, oder aber ihr schaltet dann einfach zu der Folge ein, die ihr vielleicht so noch nicht gehört habt. Ich werde des Weiteren alte Folgen in diese Playlist mit einbringen und neue Thumbnails für sie versehen, also wundert euch nicht. Diese habt ihr vielleicht sogar schon gesehen, aber so ist einfach ein bisschen mehr Struktur hier auf dem Kanal vorhanden. Starten wir aber nun ins Video. In diesem Teil soll es um die Anstoßereignisse gehen, sprich die Kickoffs. Dort kommt immer ein Ereignis, was von 2W6 bestimmt wird, aber das schauen wir uns jetzt einmal genauer an. Natürlich behandeln wir hier nicht nur die reinen Würfelergebnisse der Anstoßtabelle, sondern schauen uns einmal an, welche Faktoren beim Anstoß so zum Tragen kommen. Bei einem ganz normalen Anstoß bestimme ich das Feld, in das gekickt werden soll. Danach habe ich eine Würfelschablone, die mit einem W8 bestimmt, in welche Richtung der Ball fliegt. Von dieser Position her würfel ich dann mit einem W6 in die entsprechende Richtung und schaue dann, wo der Ball aufkommt. Nachdem der Ball aufgekommen ist, scattert er noch ein Feld in eine dieser Richtungen. Und so kann es sein, dass wir sehen im äußeren Bildschirmrand, dass 6 Felder Entfernung bedeutet, dass der Ball am Spielfeldrand sein kann. Scattert er dann noch ein Feld weiter, kann es sein, dass der Ball außerhalb des Feldes landet und es zum sogenannten Touchback führt, obwohl man in die Mitte gekickt hat. Dann kann der Gegner entscheiden, welcher Spieler den Ball einfach so in die Hände geworfen bekommt. Touchbacks vermeiden kann man mit dem Skill Kick. Und zwar reduziere ich mit dem Skill Kick die Felder, in die der Ball scattern bzw. fliegen kann. Wir sehen hier, ich kann wieder mit dem W8 bestimmen, in welche Richtung der Ball fliegt und habe dann nur noch 3 Felder in Tiefe, in die der Ball fallen kann. Positioniere ich meinen Ball so, dass meine Pfeile, die wir hier sehen, so sind, dass außen herum noch ein Feld frei ist, kann der Ball niemals ins Aus gelangen. Über den Skill Kick haben wir ja schon einmal kurz gesprochen, als wir uns mit der asymmetrischen Aufstellung bei den Skaven beschäftigt haben. Und genau diese schnellen Teams wie auch Waldelfen profitieren doch sehr vom Skill Kick. Und das liegt daran, dass ich zum Beispiel entscheiden kann, den Ball direkt hinter die Line of Scrimmage zu positionieren und damit im Falle eines Blitzes einfach den Ball aufheben kann oder aber, wenn es meinem Gegner nicht gelingt, den Ball aufzuheben, immer Spieler in Reichweite zu haben, die den Ball gegebenenfalls aufheben können. Bevor es jedoch zum eigentlichen Kick kommt oder Anstoß, muss die Anzahl der Fans im Stadion bestimmt werden. Und das sieht man mittlerweile im neuen Blood Bowl seit dem letzten Patch doch schon recht gut. Und zwar wird das wie folgt bestimmt: Beide Coaches würfeln mit 2W6 und haben danach eine entsprechende Anzahl von Fans im Stadion, welche nochmal durch den entsprechenden Fanfaktor des Teams bestimmt wird, indem dieser zum eigentlichen Würfelergebnis dazu addiert wird. Diese Würfelergebnisse inklusive des Fanfaktors werden nun verglichen. Haben beide Teams die gleiche Anzahl an Fans im Stadion, dann ist der Fame, nämlich der eigentliche Einflussfaktor auf die Anstoßereignisse, 0. Ist bei dem einen Team die Anzahl der Fans kleiner als bei dem anderen, so hat das Team mit den meisten Fans im Stadion plus 1 Fame. Sollte die Anzahl des höheren Teams, also des Teams mit den meisten Fans im Stadion, mehr als doppelt so hoch sein wie die Anzahl des anderen Teams, dann ist der Einflussfaktor Fame sogar plus 2. Es ist also nicht der Fanfaktor, der Einfluss auf die Anstoßereignisse hat, sondern Fame. Ganz wichtig, Fame ist wichtig.
Nach der Anzahl der Fans wird immer das Wetter bestimmt. Das Wetter selber würfelt man mit 2W6 aus und schaut in die sogenannte Wettertabelle. Beim Ergebnis 2, also der Doppel-1, haben wir drückende Hitze. Das bedeutet, dass für jeden Spieler ein W6 gerollt werden muss, nachdem er auf dem Feld positioniert wurde, um zu schauen, ob dieser Spieler nicht einen Hitzschlag erhält und eigentlich beim nächsten Anstoß dann nicht mehr auf dem Feld stehen kann. Das Ergebnis 3 bedeutet sehr sonnig. Das heißt, hier sind Passversuche mit einem Malus von 1 belegt, da die Sonne doch stark blendet. Beim Ergebnis 4 bis 10 ist schönes Wetter und eigentlich perfekt zum Spielen. Das heißt, da haben wir keine Mali oder Boni. Beim Ergebnis 11 haben wir dann starken Regen, das heißt, der Ball wird glitschig. Das heißt, wir haben minus 1 auf alle Fangversuche, Ballaufnahmen und Abfangversuche. Beim Ergebnis 12, also der Doppel-6, befinden wir uns im Blizzard. Das heißt, Sprinten sind nicht nur bei der 1 fehlgeschlagen, sondern auch bei der 1 und 2. Spieler rutschen also schneller auf der glatten Oberfläche aus. Des Weiteren sind nur schnelle und kurze Pässe möglich. Auch während des Spiels kann sich das Wetter nochmal ändern. Wer also die 7 im oberen Bildrand gesehen hat, ja, auf dem Würfelergebnis 7 beim Anstoßereignis wird das Wetter geändert. Als nächstes wollen wir uns die Anstoßereignisse mit der 6 oder der 8 anschauen. Die 7 ist ja das Wahrscheinlichste, danach kommen die 6 und die 8 auf einem 2-Würfelwurf. Die Anstoßereignisse nennen sich kreischende Fans und brillantes Teamtraining. Sie werden auch von Cheerleadern und Coach-Assistenten beeinflusst, die man während der Teamerstellung und auch später dazu kaufen kann. Allerdings kosten diese auch immer 10.000 und erhöhen den Teamwert um weitere 10, was natürlich die Spiraling Expenses, also die Erhöhung oder das Geld, was man bezahlen muss, ab einem Teamwert von 1.750 ebenfalls erhöhen. Und sie beeinflussen lediglich den Würfelwurf und das sehen wir hier unten im Bild. Also jeder Spieler würfelt bei diesen Kickoff-Ereignissen mit einem W6, addiert den Fame dazu, den wir ja vorhin bereits gelernt haben, wie man ihn auswürfelt, und die jeweiligen Cheerleader bzw. Coach-Assistenten. Und diejenigen mit dem höchsten Würfelergebnis kriegen automatisch den Team Reroll. Bei gleichem Ergebnis bekommen dann beide Teams einen Team Reroll zugesprochen. Als nächstes beschäftigen wir uns mit der 5 oder 9. Die 5 bedeutet hoher Anstoß, das heißt, ich kann einen Spieler bestimmen, der sich unter den Ball stellt und dann auf eine um 1 erschwerte Probe den Ball fangen kann. Bei der 9 heißt das Ganze schneller Zug, auf Englisch Quick Snap. Das bedeutet, jeder Spieler im Team darf sich um ein Feld bewegen, egal in welche Richtung, sogar in das Feld des Gegners hinein. Auf die 4 und die 10 haben wir die Ereignisse, die das Spielgeschehen wahrscheinlich am meisten beeinflussen können, und zwar den Angriff. Wir haben auf die 4 die perfekte Verteidigung, das heißt, das Team, was eigentlich in der Defensive ist und zuerst aufstellen musste, kann nun noch einmal die Spieler neu positionieren und somit den Angriff teilweise sogar ganz unschädlich machen des gegnerischen Teams. Noch schlimmer ist es auf der 10, wenn das Anstoßereignis Blitz heißt. Hier kann das gegnerische Team sogar den ersten Angriff ausführen. Allerdings nur mit den Spielern, die sich nicht in einer Tackle-Zone befinden. Was heißt, sollte euer Gegner in der Defensive einmal alle Spieler an die Linie gestellt haben, bindet sie doch einfach, dann negiert ihr nämlich das Anstoßereignis Blitz und der Gegner kann damit nichts machen. Die Anstoßereignisse auf die 3 und die 11 heißen Randale und Steinwurf. Beginnen wir mit der 3. Randale oder auf Englisch Riot bedeutet, dass entweder eine Zugzeit dazukommt oder abgezogen wird. Denn zwei Spieler fangen an, sich miteinander zu streiten und der Schiri entscheidet, ob er wegguckt oder hinschaut. Wenn er hinschaut, wird eine weitere Runde dazu addiert, sprich der Anstoß wiederholt. Und wenn er weggeschaut hat, dann wird einfach eine Zugzeit abgezogen. Und das Ganze wird durch Würfelergebnisse so beeinflusst, auf die 1 bis 3 wird ein Zug abgezogen und auf die 4 bis 6 wird ein Zug dazu addiert.
Hier bitte nicht von der Anzeige verwirren lassen. Die Regeln, die hier auf Deutsch dargestellt sind, sind noch aus dem Regelwerk 5. Mittlerweile gilt sogar das Regelwerk 7. Im Regelwerk 6 wurde es dahingehend geändert, wie mündlich erklärt. Auf einer 11 heißt das Anstoßereignis Throw Rock oder Steinwurf. Ein Fan aus einem Team wirft einen Stein auf einen Spieler. Dieser geht zu Boden und muss sofort einen Verletzungswurf machen. Das Ganze wird ausgewürfelt, indem jeder Trainer ein W6 würfelt und den Fame dazu addiert. Nicht den Fanfaktor, den Fame. Wer das höhere Ergebnis hat, wirft den Stein, also das gegnerische Team wird getroffen. Bei einem Unentschieden muss von beiden Spielern einer zu Boden gehen. Welcher Spieler genau getroffen wird, wird per Zufallsgenerator bestimmt. Auf die 2 und die 12 heißen die Anstoßergebnisse Schnapp den Schiri, also Get the Ref, oder Feld Invasion, also Pitch Invasion. Das bedeutet, Schnapp den Schiri, hier bekommen beide Teams einen Bribe, weil der Schiedsrichter beschließt, einfach nicht mehr am Spiel teilnehmen zu wollen. Die Feldinvasion oder Pitch Invasion auf die 12 ist schon etwas komplizierter. Und zwar, beide Trainer würfeln einen W6 für jeden eigenen Spieler. Wenn das Ergebnis 6 ist oder höher, wenn man den Fame addiert, dann ist dieser Spieler betäubt und kann im ersten Zug nicht zur Verfügung stehen. Und in diesem Fall beeinflusst Fame doch schon stark das Anstoßereignis. So, ich hoffe, euch hat auch dieser Teil gefallen. Diejenigen, die das Nekromanten-Tutorial auf Writing Bulls Kanal bereits gesehen haben, die kannten es ja schon. Aber ich hoffe, dass es diese Reihe trotzdem komplettiert. Bis zum nächsten Mal, euer Jagul.